Willkommen bei der Alpen Revue. Da sind wir wieder. Da stellt sich eine Art Unterreihe innerhalb der Reihe heraus, nämlich das chronologische Durchgehen aller Yes-Alben. Vermutlich war das unvermeidlich. Das dritte Album von Yes, lediglich The Yes Album genannt, erschien am 9. März 1971, also nur wenige Stunden vor meiner eigenen Geburt. Das hier ist eine Vinyl-Erstauflage, auch gut daran erkennbar, dass John Anderson hier noch mit einem H im John geschrieben wird, eine Schreibweise, die er nach dem Erscheinen dieses Albums aufgegeben hatte. Der Werdegang von Yes fiel sehr stark in die sogenannte zweite Eroberungswelle britischer Bands in Amerika. Gerade das ursprünglich dem Jazz verschriebene Label Atlantic hatte damals längst seine Agenten in London, die dort Plattenverträge aus dem Stapel verteilten. Und so fanden sich bereits Ende 1968 Yes bei Ahmet Ertegun unter Vertrag für 9 Alben. Ein klassischer 60er-Jahre-Vertrag, den man in den 70ern zu bereuen lernte. Die beiden ersten Alben Yes und Time and the World waren keine Erfolge und somit bestand die Gefahr, dass Atlantic die Band einmotten würde. Und das war ein echtes Problem damals, denn die Bands wurden bei Erfolgsverdacht sofort unter Vertrag genommen, doch verkauften sie keine Platten, wurde die Plattenfirma immer unwilliger, die Kosten für die nächste LP vorzustrecken. Man konnte sich also plötzlich auf einem Seitengleis wiederfinden, zwar mit Plattenvertrag, doch ohne etwas zu produzieren. Und einfach so zu einem anderen Label konnte man nicht gehen, somit hing an diesem Album sehr viel dran. Das hier ist auch noch ein nettes Beispiel für früheres Gatefold-Design, denn die Art, wie das gemacht und geklebt ist, unterscheidet sich leicht von den späteren Gatefold-Platten. Innen sehen wir die Band mit einem großen Bild von Tony Kay in der Mitte. Und Tony sollte auch das nächste Opfer der Bandpolitik werden. Dies hier ist vorerst das letzte Yes-Album, auf dem er zu hören ist. Doch es ist auch das erste mit Steve Howe an den unzähligen Gitarren. Der Sound ist extrem anders als bei den früheren Alben und ein beiläufiger Zuhörer käme gar nicht auf die Idee, dass dies dieselbe Band sei. Die LP beginnt mit dem 10-minütigen Yours is no disgrace. Hier zeichnet sich auch der deutliche Beginn von John Andersons esoterischer Lyrikkunst, sprich das Schreiben von rätselhaften Texten, die niemand versteht, die die Band nicht versteht und die John besser niemandem zu erklären versucht. Und das tut er auch nicht. Ohnehin könnte so etwas nur schiefgehen. Aber um auch mal für John Anderson die Lanze zu brechen, die Texte sind nicht wirklich sinnlos. Sie basieren auf assoziativen Wortspielen und sind ausschließlich für die rechte Gehirnhälfte gedacht. Und so zeichnet sich bei Yours is No Disgrace doch auch eine lyrische Stimmung ab, die durchaus interessant ist. Es ist das Gefühl einer Bevölkerung auf der Kippe. Es geht um all den Wahnsinn, den wir tagtäglich betreiben und uns dabei auch noch einreden, es sei vollkommen normal. Denk mal darüber nach. Die Öffnung des Tracks wird von der Band häufig als eine Mischung aus Titelmelodien von Bonanza und Fabian of the Yard beschrieben. Und es scheint eines dieser tollen Beispiele dafür zu sein, dass gute Künstler genial stehlen, während schlechte Künstler einfach nur Plagiat betreiben. Dieser sehr gelungene Track ist bei vielen Auftritten der Band bis heute ein Konzertopener geblieben. Die nächste Nummer ist gleich ein recht bekanntes Solostück von Steve Howe mit dem Titel Clap. Zu seinem Ärger ist es überall in die Produktionskanäle als The Clap eingegangen, was nicht nach viel Unterschied aussieht, außer dass Clap mit dem Artikel The sehr stark nach einer Geschlechtskrankheit klingt. Egal, diese Geschichte wurde schon oft erzählt und es geht auch ein wenig in der Übersetzung verloren. Die A-Seite endet dann mit dem fast 10-minütigen Starship Trooper und trotz der Namensübereinstimmung hat dieses Lied sicherlich nichts mit Robert A. Heinleins semi-faschistoiden Science-Fiction-Roman mit demselben Namen zu tun. Aber ich kann es mir lebhaft vorstellen, wie John Anderson irgendwo in einem Bahnhofsbuchladen die Buchtitelseite gesehen und sich den Titel gemerkt hatte. Es wundert nicht, dass das hier für die meisten das beste Lied auf dem Album ist. Wie kann man bitte Starship Trooper nicht mögen? Eine großartige Komposition, die aus 3 zusammengeschraubten Sätzen besteht, das ist ein perfektes Beispiellied für die etwas leichter zugänglichen Beiträge von Yes. Progrock muss eben nicht immer verkopft und aus Rhythmus- und Tonartenwechsel bestehen. Einfach mal anhören. Es ist wie eine Zeitreise in die frühen 70er. Nun, die B-Seite, diese beginnt mit durchaus einer bekannten Yes-Melodie, namentlich I've Seen All Good People.
Und es ist so, dass ich früher das Lied nicht unbedingt mochte. Ich fand es ein wenig zu lieblich für meinen damaligen Musikgeschmack. Wir sprechen jetzt von mir mit 15 Jahren oder so. Es ist eben sehr eingängig. Eigentlich ist das hier eine der eingängigsten Melodien von Yes. Aber heute hört es sich für mich anders an. Es hat einen ganz eigenen Charme. Ich denke, es ist auch eines der wenigen Stücke von Yes, die umgekehrt von anderen Bands gecovert werden. Das nächste Stück trägt den Titel Adventure und das ist eine etwas vergessene Komposition aus der Feder von John Anderson. Es klingt atmosphärisch mehr nach dem vorangegangenen Album Time and a Word, das ich bereits besprochen habe. Ich finde dieses kurze Lied sehr originell. Es gibt nicht viele Musikstücke, die so klingen. Anderson schreibt tolle Musik, wenn er mal nicht mit Gitarre arbeitet. Und am Ende des letzten Stücks Perpetual Change. Und das ist eine recht unterschätzte Nummer, die selten in einem Atemzug mit Close to the Edge oder Roundabout genannt wird. Doch dieses Lied ist extrem hörenswert und außerordentlich spannend. Das Yes-Album wird stets auf zwei unterschiedliche Arten betrachtet. Für den einen ist es das letzte rockige Album von Yes, bevor der ultimative Prog-Rock-Wahnsinn ausbrechen sollte. Es ist ja das letzte Album mit Tony Kaye an den Keyboards, bevor Rick Wakeman mit seiner Wagenburg aus Synthesizern kommen sollte. Es ist auch das letzte Album, das kein Roger Dean Fantasy-Cover hat. Doch für manche andere ist es das erste Album, das eine gewisse nachvollziehbare Yes-Atmosphäre präsentiert, textlich und musikalisch. Schließlich gibt es hier sechs Tracks und davon wurden seinerzeit mindestens vier in fast jedem Konzert gespielt. Und wie gesagt, es ist das erste Album mit Steve Howe, der massiv zu einer Veränderung des Sounds der Band beitragen sollte. Auf jeden Fall ist es eine LP auf dem Scheitelpunkt einer musikalischen Veränderung und das macht es interessant. Und dass es ein gutes Album ist, erkennt man daran sehr gut, dass die Zeit beim Hören wahnsinnig schnell vergeht und kaum sieht man sich um, ist es schon vorbei. Bezüglich des Weggangs von Tony Kaye, ich fand immer, dass Tony von den Fans und Kritikern etwas unfair behandelt worden ist. Man macht es sich zu leicht, wenn man sagt, er wäre Wakeman nicht gewachsen. Und das ist teilweise richtig und teilweise kompletter Unsinn. Tony Kaye hatte auf den ersten drei Alben einen klasse Job gemacht und sein Beitrag war es sicherlich, eine von Anfang an recht zerfahrene Band musikalisch mit einem soliden Hammond-Sound zusammenzuhalten. Sein Austritt aus der Band wurde nie so konkret erklärt. Einiges spricht dafür, dass ihn Steve Howe nicht mochte. Und ihr sind halt so eine scheiß Soap-Opera, das glaubt ihr gar nicht. Ein Haufen wehleidiger Primadonnas, die nebenher auch noch exzellente Musiker sind. Die offizielle Erklärung war stets, dass man sich bei einem Konzert der Strobes einfach in den jungen Rick Wakeman vernarrt hatte, der all diese neuen Gadgets auf die Bühne stellte. Und Tony war da ein etwas altmodischer Jazzman, der keine Lust hatte, hunderte Kabel auf einem Schaltbrett zu stecken. Wobei man sagen muss, dass der massive Moog auch schon hier auf diesem Album gespielt wurde. Wenn auch nicht so prominent wie seine Hammond. Der Moog kam also nicht erst mit Wakeman zu Yes. Und noch ein Wort zu Eddie Offord. Der war schon bei Time and a Word hinter den Reglern, doch hier ist er zum ersten Mal als Produzent dabei. Und ich finde, Eddie Offord war das Beste, was der Band jemals passieren konnte. All die akustischen Nöte von Time and a Word sind hier verschwunden und der Sound von The Yes Album klingt bis heute frisch und modern. Das Cover ist, wie gesagt, das letzte, das ohne Roger Dean Design erstellt wurde. Die Fotos wurden relativ hastig gemacht und das Hauptbild ist nicht mal besonders scharf. Auffällig ist die Tatsache, dass sich Tony Kaye kurz davor das Bein gebrochen hatte und auf dem Bild mit einem Gips zu sehen ist. Und bei näherer Betrachtung merkt man, dass das Foto von Bill Bruford spiegelverkehrt ist, damit es sicher in die Gesamtkomposition passt. Okay, das ist jetzt eine total geekige Feststellung, die man nur dann in Erfahrung bringen kann, wenn man sich die Zeitschrift anschaut, die Bill Bruford da auf den Knien hält. Aber ich wollte es mal mit euch teilen. Ich gebe diesem Album 4,5 Sterne. Das ist keine Platte, deren Anschaffung man bereut. Die Musik ist anspruchsvoll, doch auch extrem hörbar. Falls du es nicht kennst, höre einfach mal rein. Es könnte dir gefallen. Das war The Yes Album von Yes aus dem Jahr 1971. Thank you.